Würdest du sagen, du bist die dümmste Streamerin? Ja, ich brech zusammen, wirklich. Anni, du machst mich wahnsinnig. Mein Chat will, dass ich dich umbringe. Digga, das ist einfach schlimmer als mit Trimax mit dir, wirklich. Digga! Wieso schreibt ihr schon... Ich rede mit einer Frau. Revi ist kein Simp. Revi wäre ein Simp, wenn er mir vielleicht vor dem Stream 200 Euro überwiesen hätte und gesagt hätte, bitte spiel mit mir und vielleicht können wir später noch was essen gehen. Hat er aber nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Also, das wäre verrückt, wenn ich sowas machen würde. Das wäre verrückt, wenn du das gemacht hättest. Ja, ja. Das wäre und ich dumm. Meine, es wäre ja noch verrückter, wenn du mir noch 500 Euro extra überwiesen hättest und damit ich die Fresse halte. Bitte hör auf, das zu sagen. Simpi. Das wäre Simpi. Aber Revi ist kein Simp. Bin ich wirklich ein... Süßer. Alter, Alter. Willst du mal mein Ei sehen? Oh Gott. Hier. Mein Ei. Danke. Komm, wir quatschen. Was ist in deinen Eiern drin, Revi? Sag doch mal. Kinder. Kleine Kinder. Lass uns erstmal alle Tiere töten, die wir sehen, damit wir Essen haben. Ich bin Vegetarier. Gift. Boah, ich finde das geil. Wir haben lange nicht mehr gecraftet, ne? Gecraftet? Ja, man, ein bisschen Crafting. Weißt du noch, wie alles geht? Nein. Ich weiß gar nicht mehr, was man überhaupt machen muss. Okay, bau erstmal Holz ab. Kann ich schwimmen oder gehe ich unter? Wir craften ein bisschen, ne? Reden übers Leben wie echte Minecraft-Freunde, weißt du? Finde ich cool, finde ich cool. Was hast du in Mathe bei der Aufgabe 4a gehabt? Habe ich nicht mitgeschrieben, die Klausur. Ich bin Dropout gewesen und ja, habe ja die Schule nie abgeschlossen. Ja, ja. Sieht dir ähnlich. Hast also du nicht mal, du hast doch mal studiert für ein halbes Jahr und dann hast du das aufgehört, für ne? Für ungefähr eine Sekunde, ja. Dann bin ich reingegangen, habe gemerkt, dass ich absolut kranke Angst vor Prüfungen habe und bin einfach wieder abgehauen. Das war meine Geschichte. Wo bist du? Ich bin gerade in der Höhle, hier farmen ein paar Werkzeuge für uns, ne? Ich bin immer so ein Assi, ne? Ich schlag ein paar Bäume. Ich krieg das schlag, hin. Genau, mach mal ein bisschen, bring mal Holz ran, ne? Ich ritz dir unsere Namen in so einen Baum rein, damit auch die Generation nach uns sich daran erinnern können. Das ist geil. Dass wir mal die OG Adam und Eva gewesen sind. Dass wir mal zusammen gecraftet haben, meinst du? Wenn wir zusammen gecraftet haben, ja. Da knistert's! Was soll das? Wie mache ich so ein Crafting-Table? Vier von diesen Holzdingern zusammen, ne? Ah, I got it. Aber wann gehen wir denn mal zusammen nach Berlin reden? Alter, ich wollte schon immer mal ins Berlin. Wenn das KitKat wieder auf hat, will ich da unbedingt hin. Ist das nicht dieser Pipi-Club. Der Pipi-Club, ja. Also sagen manche Leute, dass das ein... Ich sag nicht, das ist ein Club, wo auch mal gepisst wird. Ist das so ein Ding von dir? Fändest du es gut, wenn du mal angepinkelt wirst? Nee, gar nicht, ne? Es ist also schon... bin ich raus, ey. Aber wie kannst du das denn sagen, wenn du es noch nie probiert hast? Pipi, probiert. Ja. Habe ich ja nicht gesagt, dass ich das nie probiert. Ich habe nur gesagt, ist nicht meins. Ach so, ja dann. Dann nehme ich alles zurück. Es tut mir leid, dass ich voreingenommen Prüde, habe. Prüde, nee, so ich bin ich. Ich habe ein Crafting-Table gemacht. Ich habe ihn verloren. Ich mag blöd. Frauen, die craften. Wo bist du denn? Bei so einem Baum. Ah, ja, ja, okay. Ich bin fast tot. Okay, warte, ich könnte jetzt kommen und dich retten. Dann würde ich aber dem Simp entsprechen in meinem Chat. Deshalb kann ich dir leider nicht helfen. Du bist eine selbstständige Frau, da musst du alleine jetzt durch. Wo bist du denn? Selbstständige Frau ist hochgegriffen, aber ich bin wieder raus. Hier ist ein Schaf. Wie töte ich ein Schaf? Wir sind ganz viele Schafe, die können wir alle töten und grillen. Ja, isst du gerne Köfte? Total gerne. Lustiges Meme, ne? Also wenn ich das nächste Mal, wenn ich aus dem Knast zurückkomme, dann erstmal einen Köftespieße. Würdest du sagen, Trimax sagt dir immer von sich, er ist der fetteste Streamer auf Twitch? Ich habe 30 Kilogramm pures Fett. Würdest du sagen, du bist die dümmste Streamerin? Ja. Hey, hallo, hinter dir. Hallo, hey. Okay, pass auf, warte. Au, nee, brauchst du nicht. Nee, komm. Du hast mich geschlagen. Ja, ja, ich hab noch ein Schwert, das... Ja. Hier, nimm dir mal ein Schwert und töte die Tiere. Töte die Tiere. Ermorde einfach Tiere. Okay, das kriege ich hin. Was denn, welches Fleisch magst du lieber? Pferdefleisch oder also, Kuhfleisch? Ich bin halt Vegetarier, deshalb am liebsten Pferd. Würdest du sagen, du bist ein Simp? Jetzt mal so ganz Real Talk gesprochen. Ich bin ein sehr, sehr respektabler und netter Mann zu Frauen. Also bist du ein Simp, ja? Ich bin bei Monte of the Academy und wollte lernen, wie man abwertender zu Frauen wird. Das finde ich, ist ein guter Approach, ja? Kann ich einfach mal einen Tag mit dir verbringen, den ganzen Tag wie behandeln, damit ich das ein bisschen lerne? Tust du doch so immer. Können wir aus dem Pferdefleisch eine Lasagne machen? Kann man bei Minecraft eine Lasagne machen, indem man irgendwie dreimal Fleisch aufeinander stapelt oder so? Leider nicht, aber das geht nicht. Nee. Boah, du kannst auch echt froh sein, dass du mit so einem Crafting-Genie hier gerade spielst, ne? Also ich bin ja... Du kannst froh sein, dass du mit so einem Tötungs-Genie gerade redest. Sagte sie, während sie auf einen Kaktus...
Fluss gesprungen ist und Schaden bekommen hat. Okay. Oh mein Gott, ich habe nur noch ein Leben. Ein Herz. Okay, buddel dich irgendwo ein, wenn du schaffst. Nein, schaffe ich nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie das geht. Einfach nach unten buddeln, also. Anni, bleib stehen. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Alles ja, gut. Ja, aber hier ist ein Monster. Ich kann nicht stehen bleiben. Okay, komm her, komm her. Ich habe nur noch ein Herz. Komm her. Hier, ist das erstmal? Ist das Fleisch da am Boden? Ist das Fleisch, was da liegt? Hier, ist das erstmal. So, und jetzt kämpfe ich gegen die Monster. So, und jetzt dafür, dass ich gerettet habe, ne? Leg ich mal neben mich, Puppe. Komm, Puppe. Das ist sexuelle Belästigung. Komm, ins Bett rein, komm. Das ist sexuelle Belästigung. Leg dich ins Bett, komm. Mach doch jetzt! Nee, sorry. Leg dich jetzt neben mich! Gegen meine Maxime. Wallah. Wie schlafe ich? Okay, hier gehen wir weiter. Komm, hier ist unser Leben. Was ist denn hier? Ist das Lava? Das ist das grüne Land der Friedensleute-Bewegung. Genau. Lass uns hier vorne jetzt einfach mal ein Dorf suchen, okay? Frage, ist es cool, wenn wir einfach alle im Dorf abschlachten bis auf zwei? Warum? Hier vorne ist eins. Guck mal, da tatsächlich. Oh nein, das ist aber ein verlassenes Dorf. Oh. Oder? Ist das verlassen? Hä, warum hat das Spinnenweben das Dorf? Moment, was heißt das? Ist das verlassen? Können wir das wieder bevölkern? Oh, ist das wild. Das kenne ich nicht. Das will ich machen. Wie geht das? Wir wohnen jetzt hier im Dorf, in der Kirche. Okay? Geil. Kannst du einmal dein Bett neben meinen stellen? Ganz kurz nur wirklich. Nein. So, und damit wir uns auch nicht zu nahe kommen, mache ich so eine Trennwand zwischen uns. Siehst du das? Hier ist dein Bett. Treppe. Und da ist mein Bett. Sehr lieb von dir. Komplette Friendzone, geil. Baut ihr den Bewohner noch neue... Oh mein Gott, Anni, wir könnten den... Alter, Anni, ich habe eine richtig geile Idee. Das könnte was Langfristiges hier werden. Nicht mit uns, aber mit dem Minecraft-Ding hier. Ich sehe die Möglichkeit, dass wir den Dorfbewohnern hier ein neues Dorf bauen können. Weißt du, wenn wir das komplette Dorf umbauen, weißt du? Ja. Wir bauen eine Stadtmauer, einen Marktplatz, Kindergarten, Eislaufbahn. Die Dorfbewohner-Zombies können despawnen. Wirklich? Das wäre ein absolut stressiges Spiel, ich bin ehrlich. Wie kann ich verhindern, dass die despawnen? Nametag. Kann man Nametag mittlerweile craften? Ich kann nicht mehr. Das letzte Mal, als wir Minecraft gespielt haben, ging es auch die ganze Zeit nur um diesen Drecks-Nametag. Ich kann nicht mehr, wenn ich das Wort noch einmal höre. Ich breche zusammen, wirklich. Okay, dann angel ich kurz einen Nametag. Bitte nicht. Es gibt wieder 10 Stunden Nametags angeln. Bitte tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Revi. A man's gotta do what a man's gotta do, huh, honey? Ich sagte, Leute, wir finden relativ schnell einen Nametag. Diesmal habe ich Glück. Was magst du an Minecraft? Ich verstehe es nicht. Der Tintenfisch da stirbt einfach, weil er Luft, also... Baby, ich habe keinen Bock, Minecraft zu spielen. Echt nicht? Ich find's echt nur so okay. Mein Cut hat das gerade so geschnitten, dass du richtig Bock darauf hast. Baby, ich habe Bock, Minecraft zu spielen. Ich find's echt geil! Wo hast du das Obsidian hingetan, Anni? Habe ich behalten und verbuddelt. Echt jetzt? Ja, ich dachte mir, es wäre vielleicht sinnvoll, das irgendwo zu verstecken. Du hast es nicht verbuddelt, oder? Habe ich verbuddelt, du wirst es aber finden. Chat hat sich wirklich... Anni, bitte sag mir nicht, dass du es verbuddelt hast. Es ist nicht schwer zu finden. Es ist in der Nähe vom Pferdestall. Hä? Erstmal warum und wenn ja, wo? In der Nähe vom Pferdestall. Folge deinem Herzen und wirst es finden. Aber das despawnt gleich, Anni. Wir brauchen das. Aber das despawnt nicht. Doch, das despawnt in... Wann hast du es verbuddelt? Wann habe ich es gefunden? Och nein. Come on, es ist weg. Das ist dumm. Anni, sag mir doch einfach, wo du es also hingetan hast. Nein. Es ist versteckt. Du hast es, Anni, oder? Ich habe es nicht. Wir machen gerade so ein Prank-Ding. Du hast es. Revi, ich werde das Obsidian jetzt verbrennen gehen. Nein, jetzt... Komm. Don't make me do it. Hast das Obsidian und du wirst es mir geben, weil wir craften zusammen. Ist das so, Revi? Craften wir zusammen? Du musst suchen. Du musst den schönen Blumen folgen, Revi. Und dann wirst du es finden. Anni, du machst mich wahnsinnig. Okay, hast du gerade eine Psychose? Wenn ja, dann reden wir darüber. Ach nein, hast du es geplaced? Ach nein, man kann das nicht abbauen, Anni. Das funktioniert nicht. Ach Digga, sie hat's... Hast du es gefunden? Ja, aber du hast uns... Also, im Großen und Ganzen sind... Wollen wir gleich wieder in getrennten Betten schlafen in der Kirche? Wollen wir nicht heute Nacht auf Monsterjagd gehen? Du hast keine Ausrüstung für eine Monsterjagd, aber ja, ich werde dir eine geben. Ja. Wieso mache ich das?
Mein Chat will, dass ich dich umbringe. Bitte nicht. Da ist das Obsidian. Ah, nee, das ist so. Das ist einfach nur unnötig gewesen. Was hast du da? Digga, das ist einfach schlimmer als mit Trimax mit dir, wirklich. Okay. Komm mal hier, hier kannst du Monster jagen. Los, fighte sie. Komm mal, die kämpfen gegeneinander, die Idioten. Mich dich ein. Ja, Mann. Töten, ja, Mann. Töten. Ja, Mann. Stark gemacht, sehr gut. Okay, das macht Spaß, ne? Ja. Gut, okay, dann rennen wir zurück ins Dorf und bringen noch mehr Leute um. Ich töte sie nicht. Nein, Chat, hört auf, das zu schreiben. Ein paar Sekunden später. Okay, Andi, wir sollten ganz schnell reingehen. Ja, das mit dem Monster töten ist keine gute Idee. Wir haben nur die beste Ausrüstung. Komm, jetzt schnell. Also, ich baue hier nicht gerade heimlich ein Netherportal, ne? Das ist... Aber magst du farmen in Minecraft? Nein, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich Minecraft nicht mag. Aber wie kann denn das sein? Wir hatten letztes Mal so viel Spaß. Weißt du das noch? Nein, das ist wie, kennst du diese Leute, die irgendwann in der Schule mobben und dann sagen, wie, du wurdest gemobbt? Wir hatten doch so viel Spaß. Moment mal, also das ist jetzt... Erinnerst du dich nicht mehr daran, wie viel wir gelacht haben? Das ist echt ein blöder, das ist wirklich ein sehr, sehr, also das ist jetzt... Sehr guter Vergleich. Das ist ein absolut dahergeholter, also da fühle ich mich jetzt beleidigt. Wir gehen gleich in die Nähe, hast du Lust? Nein. Du fühlst es schon, ne? Ja, doch. Ich nehme an, dann spielen wir wahrscheinlich morgen, spielen wir weiter, ne? Auf jeden Fall. Alter, das ist natürlich... Warum explodiert er nicht? Nein. Oh Gott. Du schaffst das. Uff, ich bin gerade ein bisschen in die Hose gepisst. Aber ist okay, ist schon fast trocken. Hab eine Windel an. Hab ich immer im Stream. Ich will auch keine Pipi-Pausen machen. Da verliert man Viewer. Das ist wirklich... Weniger das Viewer, weniger Twitch Prime Subs. Weniger Twitch Prime Subs, weniger Geld. Weniger Geld, weniger Gucci-Sonnenbrillen. Du hast nur eine. Ich habe keine, actually, aber bald. Also ich würde so jemand wie Trimax würde ich wirklich zutrauen, dass der tatsächlich einfach eine Windel trägt, während er streamt. Wie lange streamt er denn so am Stück? 9 Tage. Also entweder Windel oder halt so ein Katheter. Katheter. Katheter? Katheter ist ja einfach nur ein Schlauch, oder? Ja, in deinem Schwanz. Ist der innen drinne? Ich glaube schon, oder? Ich hatte noch nicht. Oh, nee, Alter. Nee. Ich glaube, das ist so ein. Das ist aber viel kann mehr ich so. Daneben laufen. Das ist doch einfach nur. Ach, das ist so. Das ist so. Man macht das so dran. Der geht schon. Doch, der wird in die Harnröhre eingeführt. Schreibt mir gerade mein Chat. Der geht bis in die Blase. Warum? Man kann doch einfach so eine Tröte vorne draufsetzen oder so. Das geht nicht. Guck mal, wenn du jetzt mal so dich, dein Pipi-Mann mit anderen Pipi-Manns vergleichst, da wirst du ja sehr schnell feststellen, der ist sehr viel kleiner und ein bisschen seltsam geformt. Und da läuft das natürlich nicht einfach irgendwo hin. Erstmal, woher willst du das wissen? Und zweitens ist das nicht so. Ich habe Geschichten gehört. Ja, das sind Geschichten aus dem Paulanergarten. Wir wollen gar nicht über deine seltsam geformten Brustwarzen reden. Woher willst du das denn wissen? Ich habe Fotos einfach gekauft auf deinem OnlyFans. Ah, stimmt. Ja, ist egal, ich will nicht über sowas Sexuelles reden, bitte. Ich bin gerade aus einer Beziehung raus. Gerade erst, sage ich, ne? Ja. Gerade erst, 6 Monate. Gefühlsmäßig gerade erst. Gut. Ja, nee, ist kein Problem, ist alles okay. Ich weine dann später. Es ist schon 9:15. Unsere Zeit ist um. Die Zeit ist gerannt, also wow. Wollten wir nicht noch, nee, ist ein... Ey, ich... alles gut. Ich buddel mir noch mit diesem Brot ein kleines Loch, in dem ich mich dann vergraben werde. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Cool. Dann, wenn du morgen wiederkommst auf unsere Minecraft-Welt, dann habe ich hier das Dorf ausgebaut, ne? Genau, dann kann ich genau. Dann mach du mal, wir sehen uns dann morgen, ne? Ich habe dir auch dann ein Haus gebaut, habe ich auch, ja. Haus? Ja. Willst du, wie soll das aussehen, das Haus? Ja. Willst du mit Keller oder? Ja. Mit Holz oder wie willst du es? Einfach aufgelegt. Ja. Tja, Leute, ich weiß, wie man sich die Frauen... Ich werde das so machen. Ich werde jetzt immer einen anderen Influencer, YouTuber, dazu holen. Und der wird dann mit mir hier das Village so weit ausbauen, bis wir das fertig haben. Das Ganze machen wir als Podcast-Turnier. Und werden dadurch dann das nächste Mal mit Trimax machen. Dann frage ich noch InScope. Papa Platte holen wir auch dazu. Und dann machen wir das so als Minecraft-Podcast quasi. Und dann machen wir das mit Knossi und Paluten. Ist jetzt so eine spontane Formatidee. Jeder immer eine Folge, 45 Minuten lang. Ziel des Ganzen ist es, das Village einfach auszubauen. Und das ist doch eine gute Idee, oder? Monte werde ich auch fragen. Der hatte mir sowieso noch gesagt, dass wir nochmal Minecraft spielen. Luca fragen wir. Basti GRG fragen wir. PewDiePie frage ich auch mal. Natürlich, klar. Ey, Junge, ein Eisen. Also das ist doch... Digga, hier ist nicht meine Höhle oder so. Das Spiel ist einfach kaputt gecraftet worden. Kaputt gepatcht. So. Mein Gott. Wenn jetzt hier kein Eisen drin... Digga!
mich. Das ist das. Also Leute, das hatte ich ja noch nie. Das hatte ich noch nie. Wie lange spiele ich dieses Piss-Game schon? Bis es mir das jetzt so dankt. Das ist unverschämt. Das ist unverschämt und undankbar von diesem Spiel. Wisst ihr das? Da ist noch eine Höhle. Komma HD nehmen wir mit dazu. Ein kleiner Minecraft-Podcast hier. Der Minecast ist es quasi. Hier ist auch kein Eisen. Was ist denn das? Kann man von Minecraft Depressionen bekommen, ist die Frage. Dummer Bastard. Oh, Justin, Digga. Ob Justin darauf Bock hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, Justin fehlt da ein bisschen die Selbstsicherheit, nochmal zu seinen Loot zurückzugehen. Wie bist du da rausgekommen? Du kleiner, dreckiger Bastard. Wie bist du aus meinem Guantanamo entkommen? Du dreckiger... Ah, ja. Achtung. Die Prank Bros, ja. Ach, du Scheiße. Wie sieht's denn hier aus? Was brauche ich denn nochmal für diese komischen Tränke? Was wollte ich eigentlich nochmal im Nether? Ich glaube, ich habe Alzheimer. Mache ich nicht. Nee. Ich laufe jetzt hier nicht. Das ist eine Sache, die ich mit Trimax mache. Da sehe ich mich und Trimax. Nee, also da sehe ich mich jetzt nicht, Leute. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich mit Trimax zusammen. Nee. Soweit steht das Ganze. Unser Dorf wird wieder schön gebaut. So Stadtbauprojekt in so einer Randstadt, im Ruhrpott. So ein Ding wird das dann hier, ne? Schön. Freue ich mich drauf.